Das war tatsächlich ein bisschen krass. Einfach One-Hit-Attack. Okay, das sehen wir noch mal. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir. Ich will ja nicht pullen eigentlich, ehrlich gesagt. Ich möchte das Pferd holen. Da habe ich nämlich. Sind das jetzt andere Pferde? Es sind tatsächlich andere Pferde. Da war vorhin ein ganz schwarzes dabei. Das ist jetzt nicht mehr dabei. Ah. Ätzend. Ich möchte tatsächlich trotzdem mal versuchen, ein anderes Pferd zu fangen. Weil mit einem höheren Level kann man natürlich auch bessere Pferde fangen. Ah, shit, da hab ich sehr aufgetrieben jetzt. Ich möchte tatsächlich das hinter dem See haben. Aber das Braune, das dreht sich schon wieder zu mir. Das gefällt mir gar nicht. Das Graue vielleicht? Das sieht eigentlich ganz cool aus, das Graue. Oh nein, das sind auch noch Wölfe. Oh mein Gott, Wölfe sind natürlich noch ätzender. Weil die vertreiben nämlich Pferde auch einfach direkt. Ach, und es wird auch noch Nacht. Leute, ihr könnt mich mal. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch und will in Ruhe mir den Schrein einnehmen. Ja, du. Weg mit dir. Tatsächlich ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Cool, hier ein Knochen. Oh. Bei denen muss man ziemlich aufpassen. Weil die. Oh, sorry, Pferd. Weil die critten euch nämlich auch direkt. One-Hit weg immer. Deswegen, wenn möglich, immer danach gucken, dass die keine Waffe mehr haben und damit auch keine Möglichkeit, euch irgendwie zu töten. Und wir sind tatsächlich jetzt am Flugplatz angekommen. Gucken, können uns auch mal die Knochenmoblanze angucken und dann unsere wegwerfen und die hier tatsächlich mitnehmen, weil die halt einfach um einige stärker ist. Und dann nehmen wir doch einfach mal schnell den Schrein hier ein. Ich meine, wie gesagt, wir müssen ja eh hier Shatavar schreien. Und rein damit. Rein damit mit dem Link. Kryo-Modul. Ah, wir werden wahrscheinlich irgendwas mit dem Kryo-Modul machen müssen, wenn das hier schon zu dran steht im Ladebildschirm. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja. Okay. Sorry, ich musste jetzt hier gerade was lesen. Ah, nee, okay. Wir werden hier. Das Ganze ist, glaube ich, ein Flugtempel. Versteckte Winde heißt das. Ja, es ist auf jeden Fall so ein Flugding. Bin ich einen Schritt zu weit gegangen, vielleicht? Könnte man so meinen. Bin ich vielleicht einen Schritt zu weit gegangen? So, dann segeln wir. Ah, da, hoch, hoch, danke. Boah, es hat sogar funktioniert. Das Problem ist nur, dass er runtergefallen ist. Damit haben wir jetzt keinen Loot, aber das ist okay. Das ist okay. Oh, und wieder Violette Rubine. Das ist tatsächlich eigentlich auch ganz angenehm. So, wir gehen also mal hier rüber. Nochmal hoch. Dann fliegen wir hier komplett hoch. Wir müssen jetzt hier rüber an die Leiter. Oh nein, verdammt. Nein, die Leiter. Ach komm, oh Dude. Warte mal, müssen wir auf die Plattform vielleicht? Ja, die Plattform führt auf die Leiter. Ach, das ist doch nicht dein Ernst, oder Plattform? Es ist jetzt nicht dein Ernst gewesen. Ich hab gedacht, vielleicht können wir das irgendwie so ganz tricky machen. Gott, ich bin so inkompetent gerade. Ah, jetzt nochmal hier. Hoch. Danke. So, und dann klettern wir hier die Leiter hoch. Das hat Gott sei Dank funktioniert. Ihr seht aber schon, die Sprünge kosten immer noch relativ viel Ausdauer hier. Das ist halt echt eigentlich ganz nicht so angenehm, wie man sich das vorstellen könnte. Okay, wohin müssen wir? Dann ist die Kiste. Schaffe ich das? Ne, wir müssen erstmal weiter hoch. Ja, wie komme ich denn weiter hoch? Ah, warte mal. Stimmt, da war was. Ja, nein. Doch. Alles gut. So, können wir hier hoch? Ja, wir können hier hoch, wenn wir geradeaus hochfliegen.
Und dann können wir auch den Trick machen und hier rüber gehen, weil ich möchte die Truhe auf jeden Fall mitnehmen, weil wenn da nochmal Gold drin ist, oder besser gesagt Rubine drin sind, ist es tatsächlich ganz gut für unser Kästchen. Wir wollen ja unser Haus auch noch bauen. Es ist ein Ritterbogen drin, den nehme ich auch sehr, sehr gerne an mich, weil das ein sehr, sehr starker Bogen ist. Und dann können wir eigentlich direkt hier wieder rüberfliegen. Dann lassen wir uns kurz von dem Wind hier hochboosten. Fliegen dann hier nochmal einmal rum. Ich weiß gar nicht, ob wir den Boost gebraucht hätten. Und versuchen hier gerade hoch zu fliegen. Und haben damit den Ding geschafft. Das war tatsächlich gar nicht so schlecht. So. Brrm. Ja. Das ist Nummer 2 inzwischen wieder. Jo, dein Dienst ist erfüllt. Sehr, sehr gut. Und wir können jetzt weiter zu dem... Wie hieß er denn nochmal? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Dem Dude, wo dem sein Kumpel sich verletzt hat, weil sie gegen hier Medo gekämpft haben. So. Okay, perfekt. Wie sieht das jetzt aus mit den Pferden? Da unten reitet der einsame Dude, da hinten ist ein schwarzes Pferd wieder. Oh, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht dumm, aber ich bin, wenn ich so in die Richtung bei Zelda hier, so in die Richtung Pferde tendiere ich tatsächlich zu den komplett schwarzen Pferden, weil die sehen einfach, also eins muss ich lassen, schwarze Pferde sehen schon ganz cool aus eigentlich. Ich weiß, es ist natürlich jedem sich selbst überlassen, was er da für ein Pferd nimmt, aber ich habe das erste Mal, wo ich versucht habe, ein Pferd zu fangen, wollte ich auch ein schwarzes Pferd fangen. Das ist mir tatsächlich nicht gelungen. Das war sehr, sehr traurig für mich. Theba hieß er. Theba, richtig. Was willst du hier? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ja, aber Theba, wir werden vom großen Meister geschickt. Dem großen Meister der Orni und ich soll dich supporten. Dude? Hm? Was willst du? Willst du irgendwas von mir? Ich helfe dir. Helfen willst du mir? Bei was denn? Vamedo. Moment mal. Du, ein Fremder, weißt von Vamedo? Hat dich der Häuptling hergeschickt oder meine Frau? Dann weißt du ja wohl, wer ich bin. Ich bin Theba. Wie lautet dein Name, Fremder? Ich bin Link. Link, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Also Link, wenn du beim Häuptling warst, hat er es dir wohl aufgetragen, mich wieder zurück ins Dorf zu bringen, oder? Richtig. Typisch, der Häuptling traut mir wirklich jedem Fremden sofort. Und sicher wollte er, dass du mich zurückbringst, bevor Medo mich erwischt, hm? Tja, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe keine Absicht, von meinem Plan abzurücken. Ich bin ein Orni-Krieger. Die krassen Orni-Krieger, die sind ja bekannt. Ich kann nicht einfach abhauen, nachdem es einen Freund erwischt hat. Ich kehre nur unter einer Voraussetzung wieder ins Dorf zurück. Und die wäre, wie es da jetzt stand, wenn Vamedo verstummt und vom Himmel verschwunden ist. Ich werde Vamedo vernichten. Erst wenn das getan ist, werde ich ins Dorf zurückkehren. Ja, ich weiß doch, mein Freund. Du weißt schon Bescheid? Ja. Haha. Sie haben dir also alles erzählt, was für ein Typ ich bin. Aber der Häuptling hat mir gesagt, um Vamedo aufzuhalten zu müssen, muss man in sein Inneres eindringen. Sag bloß, du weißt, wie man in Vamedo gelangt. In Medo gelangt. Ja, tatsächlich weiß ich das. Du hast also nicht nur keine Flügel, sondern auch keine Ahnung. Dann hören wir mal gut zu. Vielleicht weiß er es auch nicht, aber wir haben es ja eigentlich einmal schon gemacht. Eigentlich müsste er es wissen. Nur einer der 5 Recken kann das Tor des der Titan öffnen. Und diese Recken sind alle vor 100 Jahren krepiert. Ganon hat sie alle umgebracht. Eigentlich heißt sie Ganon, aber wir halten uns jetzt mal das Deutsche hier. Aber egal. Selbst wenn du Medo betreten könntest... wenn man sich den Titan einfach so nähert, wird man eine leichte Beute für seine Geschütze. Das finde ich halt krass, dass das Ding einfach mit so Geschützen einfach rausgeführt ist. Das hat halt so kleine Flachs oder sowas. Das ist halt echt krass. Deshalb werde ich dich zuerst testen. In diesem Tal gibt es starke Aufwinde. Wir Orni-Krieger nutzen sie, um unsere Bogenschützenkünste zu trainieren. Die Aufwinde sind so stark, dass es schon ausreicht, ein Tuch über seinen Kopf zu halten, um abzuheben. Dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich bei so einer Orni-Übung schlägst. Bleibe in der Luft und zerstöre in 3 Minuten mit deinen Pfeilen 5 unserer Ziele. In diesem Tal. Wow, das ist natürlich jetzt nicht so schwierig, aber naja. Warte mal, denkst du nicht, dass du solltest ja ein paar Pfeile mehr haben solltest?
Um 5 Ziele zu zerstören, brauchst du logischerweise mindestens 5 Pfeile. Habe ich keine 5 Pfeile mehr dabei? Das wäre tatsächlich ganz schön dramatisch. Jo, ich habe genau einen Pfeil. Lü. Wir nehmen den auch gleich mal mit. Die Bogentasche ist voll. Nein, ich lasse ihm sogar was da, Leute. Ich lasse ihm dafür was da. Wegwerfen. Okay, jetzt haben wir mehr Pfeile. Was sagst du, Link? Oder wie auch immer heißen magst? Willst du mir zeigen, was du drauf hast? Nichts lieber als das. Dann los! Triff 5 Ziele mit, Pfeile mit deinem... Triff 5 Ziele mit deinem Pfeil. mit deinen Pfeilen. Okay, 3, 2, 1. Jetzt gehen wir erstmal hier ins Menü. Und rüsten uns erstmal einen schlechten Bogen aus. Weil ich tatsächlich nämlich keinen guten Bogen dafür verwenden will. Pop! So, dann nehmen wir hier Ziel Nummer 2 ins Visier. Zack. Zack. So geht's. Okay. Zack. Na. Zack. Ah, hat leider nicht so ganz geklappt. Zack. Na gut, das war halt jetzt... War halt tatsächlich jetzt der Easy-Mode. Muss man ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht schwierig. In 3 Minuten, wir haben dafür jetzt knapp 20 Sekunden gebraucht. Du bist ein Meister mit dem Bogen. Es kam mir vor, als hättest du, als hätte die Zeit kurz stillgestanden, als du geschossen hast. Scheint, als müsste ich mich bei dir entschuldigen, Link. Ich habe dich wohl etwas falsch eingeschätzt. So wie du mit dem Bogen umgibst, musst du wohl schon schwere Kämpfe überstanden haben. Ja, es ist, so ist es. So ist es, kann ich das sagen. Dachte ich es mir doch. Link, ich muss dir sagen, du hast mich beeindruckt. Ich habe eine Bitte an dich. Stell dich Milo gemeinsam mit mir. Greif seine Geschütze mit aller Macht an. Und noch was. In dieser Truhe findest du einen Bogen. Wo genau? Vielleicht habe ich den ja schon mitgenommen. Den ich persönlich abgestimmt habe. Nimm ihn. Sag Bescheid, sobald du bereit bist. Die Truhe? Welche Truhe? Ach, die Truhe. Okay. okay. Falkenbogen. Ja. Ja, tatsächlich. Ach, komm. Das ist ein 20er Bogen, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, wir droppen einen von unseren 14ern. Der ist metallisch, den werfen wir weg. Weil, wenn ich es richtig weiß, ist der Falkenbogen aus reinem Holz. Und das ist eigentlich ganz angenehm, weil wir dann halt wieder einen Holzbogen dabei haben, den wir auch bei Gewitter ausrüsten können. So, dann gucken wir mal hier. Die Zeit ist gekommen, den Titan aufzuhalten. Mit normalen Pfeilen kannst du seine den Geschützen... Was? Mit normalen Pfeilen kannst du nichts gegen seine Geschütze ausrichten. Zerstöre sie mit Bombenpfeilen. Hier hast du ein paar Bombenpfeile. Aber das ist eine einmalige Sache, denn sie sind nicht billig. Dankeschön, das ist sehr, sehr nett von dir. Außerdem ist es da oben kalt, wirklich kalt. Ohne die entsprechende Vorbereitung kommst du nicht weit. Hast du Schutzkleidung oder geeignete Nahrungsmittel dabei? Ich bin bereit. Tatsächlich ist es wirklich gut, dass wir da die Schutzkleidung dabei haben. Gut, aber lass mich dir vorher noch eine Frage stellen. Warum nimmst du das alles auf dich? Oder warum willst du mir dabei helfen? Ja. Ich glaube, wir sagen ihm einfach mal die Wahrheit. Zelda? Die Prinzessin vom Schloss Hyrule, der unsere Recke Revali vor 100 Jahren diente, hieß genauso. Oh, vielleicht ist es ja dieselbe. Ich weiß nicht, was für eine Verbindung zwischen ihr und Warmedo besteht. Aber egal. Wir beide werden Medo zusammen besiegen. Habe ich recht? Ja, auf jeden Fall, Dude. Wir machen das. Sollten wir langsam aufbrechen. Steig auf. Jawohl, auf geht's. Los geht's los. Ich muss sagen, die Aufgabe, die jetzt kommt, also die mit seine Geschütze abschießen, sie erinnert mich sehr, sehr stark. Also sie ist wirklich ähnlich in Richtung Varuda war es, glaube ich. Also zu dem Wassertitan. Da wären wir. Muss man sagen, so hoch oben wird es mir sogar mir langsam kalt. Ja, tatsächlich ist es gut, dass wir halt die Rüstung anhaben. Ich glaube, der hätte uns auch nochmal weggeschickt, wenn wir nicht genug Rüstung haben. So, das hier ist Warmedo. Verflucht nochmal, diese Barriere ist echt ein Problem. Ja, ein echtes Problem, das stimmt natürlich. Was ist los mit dir? Kriegst du Angst? Kein Wort raus? Nee, alles cool, mein Freund. Na gut, gehen wir den Plan durch. Siehst du die Geschütze? Ich werde ihr Feuer auf mich ziehen. Während sie sich auf mich konzentrieren, kannst du sie mit der Bombenfall zerstören. Soweit alles klar? Ja, natürlich, das kriegen wir hin. Falls du dich zurückziehen willst, gleite mit dem Tuch in den Aufwind zu mir. Dann kann ich dich aufsammeln. Alles klar.
Mach dir gar nicht erst die Mühe, auf etwas zu schießen, das von der Barriere beschützt wird. Bleib ihr am besten fern. Und auch wenn ich das schon mehrfach gesagt habe, du brauchst unbedingt etwas gegen die Kälte. Wenn du bereit bist, können wir loslegen. Ich glaube tatsächlich, dass es ausreicht, was wir hier an haben. Vorsicht! Plopp! Hat's getroffen? Nee, hat natürlich nicht getroffen. Na? Habe ich sie diesmal getroffen? Alter! Jetzt aber! Okay, ich habe jetzt schon mal 3 Pfeile verschwendet. Oh lol, die halten ja voll viel aus. So, das war Nummer 1. Okay, dann gehen wir mal rüber. Das waren jetzt auf jeden Fall schon mal einige Pfeile. Er hat uns im Visier. Naja, das ist okay. Ich meine, wir müssen uns einfach nur im rechten Zeitpunkt hier droppen lassen, dass das Ding uns nicht trifft. Und vielleicht nicht gerade hochfliegen wieder dann. So, zack. Zack. Und weiter geht's. Also 2 Pfeile braucht man circa für jedes Geschütz. Wie viele Pfeile haben wir noch? Wir haben noch 13. Ja, das sollte reichen. Es sind halt 4 Geschütze auf jeden Fall. Und ich bin mir gerade ehrlich gesagt unsicher, ob wir nochmal Ding brauchen hier. Ob wir nochmal weitere Pfeile brauchen, wenn wir dann bei ihm dran sind. Ich glaube aber, brauchte man dann nochmal? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt unsicher. Ja, ja. Fliegen hoch. Er schießt unter uns drunter. Wir lassen uns droppen. Wir warten noch den Schuss ab schnell. Gehen runter. Machen zack. Zack. Und machen den Abgang. So, noch ein Ge- Das ist halt die Sache. Wir haben jetzt noch 1 und dann haben wir erstmal nur den Schutz, glaube ich, weg. Ich weiß tatsächlich echt nicht, ob das jetzt so. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich, naja. Wir müssen uns halt hier jetzt ein bisschen durchkämpfen hier. Das ist ein bisschen langwierig tatsächlich, ja, weil man halt nicht so schnell unterwegs ist. Oh, das war tatsächlich Klose. Na komm, schieß mal. Zack. Zack. Okay, damit haben wir die platt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir denn hier jetzt landen nochmal genau. Oder was wir nochmal hier platt machen müssen. Wie war das nochmal? War das jetzt schon alles? Wir haben es geschafft. Die Barriere ist Geschichte. Tatsächlich war das schon alles, so wie es aussieht. Mit der Barriere. Oh, der hat ganz rote Bäckchen, der Link. Aber oh. Sieht auf jeden Fall nicht so gut aus hier, wie der Gude, der gerade zusammengezuckt ist. Der verliert auch Federn. Oh, der wurde hier getroffen. So aus, als hätte ich was abgekriegt. Tut mir leid, aber ich muss erstmal zurück zum Flugplatz. Naja, alles cool, mein Freund, alles keine cool. Keine Sorgen, es ist nichts Schlimmes. Ja, nee, nur ein Laserstrahl, den du gerade in den Fuß gekriegt hast. Vorknöpfen. Link, du schaffst das. Aber klar. Wisst ihr, und das ist zum Beispiel, der Typ ist gleich mal viel sympathischer als Ravioli. Der ist einfach um einiges sympathischer. So. Und das, wenn wir jetzt hier gleich den Speicherpunkt dann eingesagt haben, mache ich dann hier auch erstmal einen Cut, weil es ist nämlich gerade so weit und meine kleine Kira, die wird jetzt gleich dann raus wollen und dann gehen wir auch raus. Muss mal gucken, wir haben 215 Rubine jetzt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wenn ich so überlege. Wir brauchten, glaube ich, 2000... wollte der Dude haben für den Ding hier. Jetzt mal gucken, was Ravioli noch sagt. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Dankeschön, lieber Chica-Stein.
Na, sieh mal an, ein alter Bekannter. Ich wusste, du würdest hierher kommen. Dass du mich allerdings 100 Jahre warten lässt, hatte ich nicht geahnt. Du bist hier, um Mido Ganons Clown zu entreißen, oder? Dann solltest du dir zuerst einmal die Karte besorgen, die den inneren Aufbau des Titanen zeigt. Das ist der Leitstein, der die Daten der Karte enthält. Meinst du, du kannst ihn erreichen? Hochnäsige Fatzke. Naja, liebe Leute, ich hätte dann mal gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen jetzt hier einen Cut und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Mal dann. Türelü!